Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, und auf den Gongschlag haben Sie sicher schon gewartet, denn jetzt beginnt sie um Punkt 15 Uhr, unsere 15-15-Show. Und Sie können sich jetzt auf eine halbe Stunde voller Schnäppchen bereit machen, denn, oder gefasst machen, denn alle Produkte, die wir in der nächsten halben Stunde hier sehen, kosten nur 15 Euro. Carsten hat wieder mal eine vielfältige Auswahl getroffen. Und Sie sind sicher schon gespannt, deshalb verzögern wir auch jetzt nicht länger. Wir holen uns das erste Produkt. Es schlägt 15. Lass mich ja bei der Auswahl zu den Artikeln in dieser Show immer so ein bisschen inspirieren. Den lasse ich dir, ja, okay. Weil du meine Inspiration warst. Aha. Ja, gestern nämlich. Etwas spärlich bekleidet. Es ist kalt hier, es ist ja so kalt hier. Wir hatten irgendwann mit 22 Grad in diesem Studio oder sowas. Immer noch kalt. Und deswegen habe ich mir gedacht, packe ich dir mal was in die Sendung rein, damit du nicht dauernd frieren musst. Und das ist unser elektrischer Heizgürtel für Rücken oder Bauch, so heißt es offiziell. Ich behaupte, da wird dem einen oder anderen vielleicht auch noch ein anderes Körperteil zu einfallen. Mein persönliches Highlight natürlich jetzt hier im Vergleich auch mal zu einer klassischen Wärmflasche, den können Sie ganz einfach umlegen. Der wird mit einem Klettverschluss geschlossen und das geht auch bei etwas beleibteren Persönlichkeiten wie bei Diana, nämlich bis 125 cm Umfang. Ja? Beleibtere Persönlichkeiten wie Diana. Als Diana, als Wies Diana. Als Wies Diana. So, also, das sollte jetzt... Nein, das sollte eigentlich ein Kompliment sein. Was wollt ihr alle von mir? Ja, ist das missglückt oder was? Sie wissen ist aber, ziemlich was ich in die Hose meine. Gegangen. Also da ist noch Luft drin. Aber ich kann dieses Produkt nur empfehlen. Also ich bin ja wirklich nicht kälteempfindlich, aber ab und zu habe ich mal gerade im Lendenwirbelbereich Rückenschmerzen. Und ich habe diesen Gürtel zu Hause und dann wird er eingesteckt und die Wärme tut mir gut. Also das ist auch zur Schmerzlinderung nachvollziehbar. Bestens geeignet. Ich habe es ja auch im unteren Rücken. Scheuermann auf L4, dem einen oder anderen wird das was sagen. Und natürlich zwickt der Rücken auch bei mir. Das ist eben nur mal einfach so, mit den zunehmenden Jahren wird das nicht mehr besser. Man sagt, was mit 50 kommt, das bleibt. Ja? So. Wärme kann jeder mal gebrauchen. Sie kennen das Rennen mit einer blöden Wärmflasche. Ich verbrühe mir regelmäßig die Finger, wenn ich eine Wärmflasche mit heißem Wasser befülle. Abgesehen davon ist die unbequem. Mhm. Wenn du Pech hast, läuft sie auch noch aus. Also das ganze Dilemma. Jetzt hast mir du mal ist sie mal geplatzt. Das ist auch ätzend. Zwischen meinem Bein. Das war wirklich schlimm. Du, oftmals sind die am Anfang viel zu heiß und später werden sie dann kühl. Das kommt auch noch dazu. In einer halben Stunde haben die gleiche Temperatur. Nicht mehr die Temperatur, die sie haben wollen. Hier können Sie sich die Temperatur einstellen. Drei verschiedene Heizstufen haben Sie. Das Ganze komfortabel an dieser kabelgebundenen Fernbedienung. So angenehm. Und ich habe nicht zu viel versprochen, als ich sagte, die ist schön weich, oder? Weich und sehr, sehr kuschelig. Also wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Und wie du hast schon gesagt, das ist viel, viel praktischer als normale Wärmflasche. Ja. Super klasse für nur 15 Euro hier in der 15-15-Show. Finde ich super, dass Carsten sich hier inspirieren lassen hat von Diana und es mit in die Sendung genommen hat. Das ist wirklich super praktisch, weil ich glaube, jeder kennt es. Man friert einfach mal gerne, gerade wir Frauen vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Oder man hat einfach mal irgendwie Verspannung oder Schmerzen und dann hilft Wärme meistens auch ganz gut. Also am besten unbedingt bestellen hier unseren elektrischen Heizgürtel für Rücken und Bauch. Aber ich denke auch für alle anderen Stellen ist das auf jeden Fall richtig gut zu verwenden, oder Carsten? Ich finde das super, auch mal für den Oberschenkel. Wenn du mal Verspannungen hast, auch beim Nackenbereich zur Not, legst du den auch einfach mal über den Nacken drüber. Du musst ihn ja nicht fixieren. Ja. Er wird ganz einfach warm und bietet dir genau in dem Moment, wo du es brauchst, mal eine vernünftige Wärmeleistung. Und das eben in drei verschiedenen Stufen einstellbar. Und ich glaube, ein bisschen Wärme können nicht nur die Damen vertragen, wir Kerle mit Sicherheit auch mal zwischendurch. Oh ja, also unbedingt zugreifen mit der NX 7452 und der 569. Also hat schon mal richtig gut begonnen. Schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Es schlägt nochmal 15. Ich war letzten Samstag im Baumarkt. Ja, so, was soll man sagen, so die Lieblingsfreizeitbeschäftigung eines Mannes. Nein, so ist es bei mir nicht unbedingt, aber ab und an schaue ich dann doch ganz gerne mal durch die verschiedenen Abteilungen durch. Und gerade jetzt so ins
sagen wir es mal etwas positiv gestimmt, ins beginnende Frühjahr hinein. Mhm. Findest du natürlich auch gerade für die Außenbeleuchtung, die so schön ist, wenn man im Sommer mal draußen auf dem Balkon oder Terrasse sitzt, natürlich so die ein oder andere Beleuchtungsidee. Ja? Für mich sehen die mittlerweile alle gleich aus. Die sind alle ungefähr 30, 40 Zentimeter hoch mit einem Milchglas und so weiter, vielleicht noch mit Edelstahl eingefasst. Und das war's dann. Und die kosten ein Heidengeld. Und deswegen habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen und gedacht, warum nicht mal ein paar Schritte zurück in so ein bisschen Retro-Feeling mit hinein. Und ich glaube, dass wir jetzt hier mal vielleicht auch mal eine etwas, wie soll man sagen, retromäßige Lampe installieren können. Das liegt auf der Hand. Das sieht einfach nur sensationell aus. Man kennt ein solches Lampensystem mitunter also auch mal von so Alleen beispielsweise. Mhm. Mein Vater lebt in Bad Neuenahr. Da gibt es im Kurpark gibt es also auch diese etwas antiquierten Leuchten. Ja. Die sehen einfach nur klasse aus. Ich denke gerade auch an so Schlosstreppen. Schlosstreppen, sowas. Also schon was ganz Besonderes. Und Sie sehen das hier, das ist nicht einfach nur eine Beleuchtung. Und das hat mich bei vielen anderen Beleuchtungselementen gestört. Die kannst du an- oder ausmachen. Mhm. Ja, so diese jetzt hier gibt neben einer wirklich sehr nostalgischen Retro-Optik jetzt hier mit diesem entsprechenden Look noch etwas ganz Besonderes. Das sieht nämlich jetzt so aus, als wenn hier eine echte Flamme lodern würde. Ja. Ja? Es sieht aber wirklich nur so aus. Eine moderne LED-Beleuchtung, die wir jetzt hier haben. Es sind 24 LEDs, die hier quasi für einen echten Kerzenflackern bzw. schon richtig einen Fackeleffekt sorgen können. Und das Schöne ist, einmal installiert, einmal dort angebracht, wo Sie sie anbringen möchten, entweder in der kompletten Höhe hier mit fast 64 cm oder gerne auch mit diesem Versatzstück raus, ein bisschen tiefer, je nachdem, wie Sie das halten möchten, passiert hier alles vollautomatisch. Einmal eingeschaltet, geht das Licht automatisch an, wenn die Dämmerung einsetzt. Der Akku des Gerätes hier wird perfekt mit diesem im oberen Teil befindlichen Solarpanel versorgt. Das heißt, du brauchst also auch keinen Stromanschluss und gar nichts, sondern kannst die Lampe überall dort platzieren, wo du sie platzieren möchtest. Sie sehen das, ich habe die jetzt hier mal ganz einfach mal auf den Tisch gestellt. Der Standfuß ist etwas breiter aufgestellt, wer das etwas vernünftiger machen möchte, so dass sie vielleicht auch mal Wind und Wetter standhält. Wir hatten ein bisschen Wind in den letzten Tagen hier bei uns im Weserbergland. Der nimmt ganz einfach diese Aussparungen hier und setzt doch ganz gerne mal ein Dübelchen oder ein Nägelchen rein. Ganz egal, wo Sie sie platzieren möchten, Sie haben die Möglichkeit, das Ganze so hinzusetzen, wie es passt. Ich denke an einen Hauseingang. Eine rechts, eine links, wenn du so die Treppe hochkommst, als Begrenzung von einer Terrasse beispielsweise. Oder auch mal sehr schön auf dem Balkon. Eine rechts, eine links. Sie können ja gerne auch hier mehrmals zugreifen. Das heißt, hier muss es nicht bei einer bleiben. Oder auch mal so einfach nur also als Statement irgendwo so in den Garten. Hier haben Sie ein Gartenhäuschen oder ein Lieblingsplätzchen oder sowas. Da macht sich sowas ganz fantastisch. Und guck dir diesen Leuchtschimmer an. Sieht das nicht sensationell aus? Ja. Also es sieht aus wie eine echte Flamme. Ja, also mich erinnert es auch ein bisschen an die Gaslaternen, die man aus Filmen noch kennt. Ja. Ja. Also wirklich perfekt gemacht. Und das jetzt zu diesem Preis. Wir sehen bei Pearl.de knapp 30 Euro. Und Sie zahlen hier und heute 15 Euro. Das ist ein wirklicher Preishit jetzt, das können wir sagen. Das schlägt alles. Und Sie dürfen, Carsten hat es gerade gesagt, sogar bis zu 5-mal zugreifen. Die Bestellnummer hier für diese wunderbare Laterne ist die NX4795 und die 569 übrigens 64 cm in der Höhe, wenn Sie komplett das Zwischenteil benutzen. Das ist eine stattliche Höhe. Sieht mit Sicherheit auch bei Ihnen, wenn Sie die Möglichkeiten haben, fantastisch. Die macht was her, ne? Ja, und jetzt kommen wir zu Haushaltsutensilien. Und ich kenne kein Produkt von Pearl, das so viele Pearl-Mitarbeiter zu Hause haben. Es schlägt wieder 15. Das kann man auch ohne weiteres mal so sagen. Also wenn ich das nötige Kleingeld dafür hätte, würde ich also jeden Tag irgendwas bei Pearl bestellen können. Also wir haben immer wieder mal ein paar interessante Sachen dabei, die auch mich persönlich begeistern können. Ja, aber das ist wirklich ein Artikel, den hat so ziemlich jeder Pearl-Mitarbeiter. Das ist ein Klassiker bei uns im Programm, den haben wir schon seit vielen, vielen Jahren mehr oder weniger unverändert, weil die Qualität ganz einfach passt. Das sind Aufbewahrungsbehältnisse und zwar nicht aus Kunststoff, sondern aus Borosilikatglas. Ja, also ich will nicht sagen unkaputtbar, mit roher Gewalt kriegen Sie alles kaputt, aber dieses Borosilikatglas hat Gastronomiequalität. Sie wissen, da ist die Beanspruchung noch mal um ein Vielfaches höher, kann für den privaten Haushalt nur bestens geeignet sein. Das sind eine, das ist zwei, das sind, Moment, ich muss Platz machen, zwei, das sind drei und meine persönliche Ideallösung einmal für eine Lasagne oder mal für eine
für eine leckere Mascarpone-Creme oder für eine leckere Tiramisu, die etwas größere. Und selbstverständlich bekommen Sie von uns auch noch die passenden Deckel mit dazu. Und dadurch, dass es Glas ist, ist das für mich persönlich um ein Vielfaches hygienischer als diese typischen Kunststoffbehältnisse, die man mitunter hat. Wenn man da einmal Kürbissuppe oder mal eine Spaghetti Bolognese mit der Soße oder was reinpackt, dann weiß man natürlich, dass sowas sofort ansetzt. Dann hast du die Ränder da drin, die verkratzen. Also schön sind sie nicht. Das ist perfekte Gastroqualität. Übrigens auch entsprechend isoliert, luftdicht, wenn Sie den Clipdeckel zumachen. Zweimal rechts oder einmal rechts, einmal links. So, und dann ist das Ganze zu. Und natürlich auch auslaufsicher, wenn Sie mal was mitnehmen möchten, wie hier bei uns beispielsweise. In unserer Kantine stehen jeden Tag 5, 6 Stück davon. Lassen sich denkbar leicht ineinander stapeln, wenn Sie sie nicht mehr brauchen. Und die 4 verschiedenen Größen finde ich klasse. Man hat immer mal was, was man aufbewahren möchte. Sie können es einfrieren, bis zu minus 40 Grad halten die das Ganze aus. Und bis plus 400 Grad kannst du es auch erhitzen. Im Backofen oder auch in der Mikrowelle überhaupt kein Thema. Dann aber bitte den Deckel runternehmen. Also unbedingt jetzt hier direkt bestellen. Das ist wirklich hier der Renner, auch bei uns unter den Kollegen. Wir haben es eigentlich alle. Dieses Set 8-teilig und Sie bekommen das hier jetzt auch für 15 Euro zu bestellen mit der Bestellnummer der NX 9163 und der 569. Und ich finde das eben auch so toll, dass es hier aus Glas ist. Das ist einfach wirklich sehr, sehr hygienisch. Gerade auch, wenn man mal Soßen oder so da drin hat. Das verfärbt sich dann auch nicht. Also das ist wirklich mal richtig klasse und hier haben Sie 4 verschiedene Größen von diesen Frischhaltedosen, können dann vielleicht auch mal Ihren Kindern was mit in die Schule geben oder vielleicht auch mal dem Mann für die Arbeit oder auch mal sich selber. Vielleicht bleibt auch mal Essen übrig noch vom Vortag, dann kann man das auch ganz einfach im Kühlschrank tun. Also sollte man unbedingt immer zu Hause haben. Aber damit Sie auch da was reintun können, haben wir noch was für Sie. Vielleicht passt das ja. Wir gehen noch mal in die Küche. Es schlägt noch mal 15. Süß formuliert, oder? Als ob von einer belgischen Waffel oder sowas überhaupt irgendetwas übrig bleiben könnte, die Formulierung alleine. Na, ist für also die schon Arbeitskollegen zum Mitbringen. Für die Arbeitskollegen, kann man auch einmal 2, 3 Würfelchen mehr machen. Ja. Ich nehme dich beim Wort. Übrigens unser Preisalarm, das heißt hier bitte nur einmal zugreifen, aber lassen sich dieses Angebot bitte auf gar keinen Fall entgehen. Das ist ein, wie soll man sagen, so im weitesten Sinne ein klassisches Waffeleisen, wenn man so möchte, für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Mhm. Und Sie sagen sich, okay, das sieht mir gar nicht unbedingt aus wie ein Waffeleisen-Einsatz. Das ist richtig. Das ist mehr so als Sandwichmaker gemacht. Lecker. Ralf hat auch einen, ich habe auch einen zu Hause. Aber dieser Sandwichmaker, den wir beide zu Hause haben, der kann eben einfach nur Sandwiches machen. Das heißt hier jeweils oben und unten eine Scheibe Toast, ein bisschen was Leckeres dazwischen, zumachen, 2, 3 Minuten oder ein Minütchen oder 2 warten und dann ist das Ganze fertig. Ich möchte Ihnen auch noch was anderes zeigen. Sie können hier, zack, diese Einsätze, Moment, ne, das hat eben, ohne, nicht auf dem Schoß, war das leichter rauszunehmen. Na komm, ich mach's im unteren Teil, so. Ganz einfach rausnehmen und gegen weitere Einsätze austauschen beispielsweise. Ich gebe dir den mal rüber, ja, das wird der für die Sandwiches. Denn Sie können hier in Windeseile auch ganz einfach einen Grill beispielsweise draus machen, einen Tischgrill. Dafür haben wir jeweils für die obere Heizplatte und für die untere Heizplatte die entsprechenden Einsätze. Mhm. Sind natürlich antihaft beschichtet und lassen sich ohne weiteres auch mal in der Spülmaschine hier wieder sauber machen. Und als dritten Zusatz haben wir neben der Grillfunktion und dem Sandwichmaker hier nochmal einen Einsatz für belgische Waffeln. Ja, ganz egal, also ob süß oder saftig oder süß oder herzhaft, Sie können damit vieles zubereiten. Das Schöne ist, es funktioniert automatisch, einfach nur den Stecker in die Steckdose und dann entsprechend das, was Sie machen möchten, dazwischen. Innerhalb von 1, 2 Minuten ist das Ganze zubereitet. Und dann, wenn Sie dann vielleicht noch die Aufbewahrungsbehältnisse von gerade haben, können Sie den Kollegen auch gerne mal eine belgische Waffel mit Puderzucker mitgeben. Ja? Ja. Finde ich ganz toll. Wie kommst du mit deinem zurecht? Wunderbar, aber ich bin da jetzt gerade ein bisschen neidisch. Erstens mal kann man die Einsätze rausnehmen. Das ist dann noch einfacher zu reinigen. Die sind ja alle antihaft beschichtet. Aber vor allem, du hast halt jetzt Waffeleisen, du hast Sandwichmaker und du hast einen Tischgrill, mit dem man übrigens auch große Sandwiches dann machen kann. Also ich finde das genial, 3 in 1 und dann nur für 15 Euro. Ich bin jetzt ein bisschen neidisch, weil ich mir eben, das ist noch gar nicht so lange her, meinen Sandwichmaker gekauft habe. Und der hat nur als Sandwichmaker mehr als 15 Euro gekostet. Ja. Sie denken bitte dran, ist ein Preisalarm, aber ich glaube, 1 pro Haushalt würde ausreichen. Wir schauen mal auf den regulären Preis dieses 3-in-1 Sandwichmakers bei Pearl.de. 37 Euro, das empfinde ich
durch die Option 3 in 1 ja. hier schon als günstig. Finde ich auch günstig. Also wenn du mal schaust, du findest so einen Sandwich-Maker mitunter, also auch mal im Non-Food-Bereich eines großen Supermarktes bei uns im Ort, liegt, glaube ich, so bei um die 25 bis 30 Euro. Ich müsste mal überlegen, nur der Sandwich-Maker alleine, aber der hat eben diese Einsätze nicht. Und jetzt habe ich es natürlich auch raus, wie es gemacht wird. Ganz einfach nur hier kurz dran ziehen. Dann kommen die entsprechenden Platten auch schon wieder raus. Jetzt, wo ich es zeigen möchte, klappt es nicht. Da ist es wieder. Und dann machst du ganz einfach aus deinem Sandwich-Maker mal eben einen Tischgrill. Oder eben du setzt diese Waffeldinger rein. Das heißt, egal ob herzhaft oder süß, auf die Stelle haben sie immer mal was Leckeres gezaubert. Und ich glaube, da freut sich die ganze Familie drüber. Bitte vor dem Wechseln abkühlen lassen. Aber ich glaube, das gebietet der gesunde Menschenverstand. Die Bestellnummer für unseren 3-in-1-Sandwich Maker, Grill oder Waffeleisen ist die NX8395 und die 569, der Preis gerade mal 15 Euro. Sie denken bitte hier dran, das ist in dieser Sendung der Preisalarm. Das heißt hier maximal ein Stück pro Besteller. So, jetzt gehen wir mal wieder nach draußen, bringen ein bisschen Licht ins Dunkel mit einer der außergewöhnlichsten Taschenlampen. Es schlägt wieder 15. Am Schlagmal steht für Sie Diana Naborskaya. Nur noch die Baseball-Cap. So machen die das doch, oder? Im amerikanischen Baseball. Habe ich irgendwie im Hinterkopf. So, aber es geht hier nicht ums Baseballspielen. Es geht in allererster Linie zunächst einmal um eine Taschenlampe. Jetzt werden Sie sagen, was hat das eine denn bitte mit dem anderen zu tun? Ganz einfach, wir haben hier eine Taschenlampe in einem Baseballschläger-Design. Und Sie sehen schon, Diana hat sie etwas anders in der Hand, als ich sie hier führe. Ich lege mir die ganz gern und das ist der Grund, warum ich Ihnen speziell dieses Modell rausgesucht habe. Mit den 55 cm, ähnlich wie ein Wachmann beispielsweise oder wie ein anderer Mensch. Ganz einfach mal hier auf die Schulter drauf. Und damit habe ich natürlich jetzt hier eine perfekte Möglichkeit, um die Taschenlampe genau dorthin auszurichten, wohin ich sie ausrichten möchte. Die Leuchtkraft dieser Taschenlampe, die ist wirklich unglaublich, die ist enorm. Lässt sich natürlich auch jederzeit einstellen, wenn Sie nicht 100% der Leuchtkraft haben wollen oder brauchen. Dann können Sie das Ganze natürlich auch runterregeln, das ganz einfach mit einem Knöpfchen hinten auf der Rückseite. Eine Flackersituation ist auch noch mit dabei, also das hier schon klasse gemacht. Fast ein ganzes Kilo leicht oder schwer, je nachdem wie man es sehen möchte, ist die Taschenlampe. Und das macht sie natürlich auch gerade in diesen, sagen wir mal doch eher, ja, mitunter etwas komplizierten Zeiten zu einer Möglichkeit, speziell für die Damen behaupte ich mal, um vielleicht einfach mal einen etwas festeren Gegenstand in der Hand zu halten, wenn mal eine Situation kommt, die etwas fragwürdig ist. Wenn du jetzt mal abends unterwegs bist, Monika, du kennst das, du gehst abends um 10 raus, stockfinster draußen, ja, drehst nochmal eine Runde mit dem Hund und irgendwo im Gebüsch knackt's oder raschelt's oder es kommt dir irgendeine komische Gestalt entgegen, die du nicht so wirklich einordnen kannst. Was will der jetzt? Will er überhaupt irgendwas oder was führt er eigentlich im Schilde? Hast du natürlich jetzt hier mit so einer Baseball-Taschenlampe mal eine Möglichkeit in der Hand, um vielleicht einfach mal für den Hinterkopf zu wissen, wenn was passiert, bin ich darauf vorbereitet. Ja? Also ich finde die fantastisch, die ist wind- und wetterfest, aus einem Vollaluminiumkorpus gestaltet und hat eine enorme Leuchtkraft und ist meines Erachtens hier von der Handhabung her absolut perfekt. Nicht nur als Taschenlampe, sondern natürlich auch mal ja, so als kleine Lösung vielleicht mal für einen aufdringlichen Menschen. Ja, und das Ganze zum TV-Sonderpreis für nur 15 Euro finde ich wirklich super. Diese LED-Taschenlampe im Baseballschläger-Design können Sie gerne bestellen mit der NC 69, 78 und der 569. Und damit haben Sie eben auch eine enorme helle Taschenlampe. Die ist wirklich enorm hell, aber eben auch noch die Sicherheit, also die einfach mal zu Hause haben. Vielleicht aber auch gleich mehrfach zugreifen, bis zu 5-mal dürfen Sie es ja gerne vielleicht auch ins Auto legen. Oder vielleicht auch einfach mal so mitnehmen, wie gesagt, wenn Sie einfach mal draußen unterwegs sind. Damit fühlt man sich auf jeden Fall sicher. Ja, und bald ist es ja auch wieder soweit, die Urlaubszeit steht kurz bevor. Und da haben wir jetzt auch was Praktisches. Es schlägt nochmal 15. Ja, jetzt haben Sie an alles gedacht. Sie haben den Urlaubskoffer gepackt, Sie haben die Papiere eingepackt. Auch der Reisepass ist noch gültig, zumindest noch 3 Monate, dass Sie also nicht nur einreisen, sondern auch wieder ausreisen können. An alles haben Sie also gedacht, nur nicht unbedingt an die Zimmerpflanzen. Also, was macht man? Man klingelt mal eben beim Nachbarn, immer, hier hast du mal meinen Schlüssel, könntest du vielleicht in meiner Abwesenheit mal auf meine Pflanzen achten und vielleicht gelegentlich mal ein Tässchen Wasser
dran gießen. So habe ich das übrigens, war das im Spätsommer des letzten Jahres bei meiner Nachbarin gemacht. Ich bin überrascht, dass die Pflanzen das überlebt haben. Aber es sieht nur einigermaßen schön aus. Aber diesen Vorteil hat nicht unbedingt jeder. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich möchte meine Nachbarin jetzt nicht unbedingt zum Blumengießen in meiner Wohnung haben. Das ist so ein bisschen Privatsphäre und die soll auch Privatsphäre bleiben. So, und deswegen möchte ich Ihnen ganz gerne hier eine Bewässerung. Ich bin überrascht, dass deine Möbel noch da waren. Man weiß ja nie, man kann heutzutage keinem mehr trauen. Lieber hier so ein Gerät. Man weiß es nicht, ne? Ja. Man mag ja keinem zu nahe treten. So, ich halte das mal an, denn Sie haben hier einen Bewässerungscomputer, der die Bewässerung Ihrer Zimmerpflanzen, der ist für den Innenbereich gedacht, ganz einfach übernehmen kann. Und der ist deswegen so klasse, weil Sie bis zu 10-mal täglich und das bis zu 30 Tage lang Wasser quasi aus einem Behältnis, aus einem Eimer, aus einem Topf oder was auch immer auf verschiedenste Pflanzen verteilen können. Sie können hier 10 Pflanzen zuverlässig wässern lassen. Und das ganz einfach mit Hilfe eines kleinen Computers. Denkbar einfach einzustellen, wenn ich sage, Computer, klingt das kompliziert, ist es aber gar nicht. Sie stellen ein, wie oft er gießen soll oder wie oft hier Wasser fließen soll quasi, wie oft die Pumpe jetzt hier Wasser aus dem Eimer in die Pflanze übertragen soll, wie viel Wasser es sein soll oder wie lange das Wasser laufen soll und wie viele Tage das passieren soll. Denn Sie wissen ganz genau, dass Ihre Zimmerpflanzen natürlich dann doch liebgewonnene Objekte sind, die auch mal irgendwann sehr viel Geld gekostet haben. Ja. Und es wäre schade, wenn Sie nach Hause kommen und Sie können Ihren Ficus Benjamini rollen und rauchen. Ja, also sorgen Sie dafür, dass der entsprechend bewässert wird und das geht hier denkbar einfach. Sie können die Schläuche übrigens zu den Pflanzen zuschneiden auf eine Länge Ihrer Wahl. Sie bekommen von uns ein Komplettpaket und der Computer übernimmt den Rest. So oder so ähnlich wird das vielleicht auch bei Ihnen aussehen. Da können Sie davon ausgehen, dass wenn Sie aus dem Urlaub wiederkommen, auch gerne mal nach 3 oder 4 Wochen, bis zu 30 Tage macht er das zuverlässig, hier die Pflanzen also auch noch so schön sind wie zu dem Zeitpunkt, wo Sie sie verlassen haben. Einfacher kann der grüne Daumen meines Erachtens gar nicht mehr sein. Ja, ein Bewässerungssystem für bis zu 10 verschiedene Topfpflanzen, die verschieden dann auch angesteuert werden können. Und das finde ich natürlich genial, wenn ich bedenke, was Pflanzen heutzutage kosten, wenn sie mal vertrocknen, ist ein Haufen Geld flöten gegangen. 15 Euro, ein sehr, sehr günstiger Preis. Vielleicht auch mal so eine Unterstützung für Leute, die keinen so ganz grünen Daumen haben. Ja. Wenn man das so ein bisschen unauffällig verlegt, dann brauchst du immer nur einmal Wasser in Eimer machen. Ja, genau. Also auch da mit Sicherheit eine Hilfe, aber natürlich hauptsächlich für den Urlaub. Die ersten Urlaubstage dürften ja dieses Jahr Ostern, Pfingsten anstehen und dann kommen natürlich auch wieder die großen Ferien. Mhm. Und da ist man gern mal 8 oder 10 oder 14 Tage weg. Und dann ist sowas natürlich perfekt. Die Bestellnummer für diese automatische Bewässerungsanlage für bis zu 10 Zimmerpflanzen ist die NX7370 und natürlich die 569. Und dann ist das Problem mit der Nachbarin, mit dem Nachbarn geklärt, überhaupt jemanden zu finden. Und man behält absolut seine Privatsphäre. Also sehr vorausschauend wieder von Carsten. Aber ich weiß, bei dir haben es Pflanzen auch nicht immer so ganz leicht gehabt. Ja. Nee. Ich habe 2 echte Pflanzen. Der Rest ist künstlich und eine ist wieder kurz vorm Exitus. Ich habe keinen grünen Daumen. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Produkt so in den Bereich Kunst. Ganz besondere Kunst. Oh ja. Es steht wieder 15. Ja, Carsten kommt ja aus dem Skandinavischen und heißt ja so viel wie der Gelassene. Ja. So, und deswegen möchte ich Sie ganz gerne an meiner Gelassenheit teilhaben lassen mit einem, und jetzt, ich habe es geübt, ich möchte wetten, ich sage es trotzdem falsch, Focaccian-Pendel. Weiß jemand, wie man das vernünftig ausspricht? Ich würde sagen Sandpendel. Sandpendel. Sandpendel ist hervorragend. Manchmal hat man, oder man würde vielleicht auch Managerspiel dazu sagen. Bei Managern sagt man immer, sind so Workaholics und die sind den ganzen Tag irgendwie nur unter Dauerstrom. 130 Puls, Blutdruck 180 zu 120, Bombs, also richtig ordentlich. Diese Pendelgeschichten jetzt hier, die diese feinen Mosaike, die diese feinen Gebilde in diesen feinen Quarzsand hineinzeichnen, sind etwas ganz Besonderes. Wir zeigen das hier mal von oben. Da kann man es besser erkennen, denn dieser Pendel zeichnet jetzt hier in ganz bestimmten Linien, in ganz bestimmten elliptischen Formen ganz wunderschöne Gebilde in diesen Sand hinein. Ich glaube, in Asien ist das auch weit verbreitet, dass man ganze Gärten und so weiter in dieser Form mehr oder weniger gestaltet. Das ist eine komplette Holzkonstruktion. Das heißt, der Boden und auch dieser Stab hier quasi, wo der Pendel befestigt wird, ist massiv.
Massivholz, ist Naturholz. Und dann wird ganz einfach dieser Pendel dort drangehängt mit einer Metallschnur. Und wenn man dann ganz einfach mal so ein bisschen Ruhe braucht oder mal die Gedanken etwas schweifen lassen möchte, dann dreht man diesen Pendel jetzt hier in verschiedenen Varianten. Und jedes Mal entsteht ein neues, wunderschönes Bild. Ich finde das sehr faszinierend. Wenn man da schaut, so dieses Gebilde, was sich dann immer wieder ein Stück weit verändert, lässt den einen oder anderen vielleicht dann doch mal etwas schneller zur Ruhe kommen. Schönes Dekoobjekt, wie ich persönlich finde. Ich sehe Wassermelone. Zack. Du siehst eine Wassermelone? Ja. Eine Wassermelone? Ja. Nein, das ist ein... Okay. Das sieht aus wie eine Muschel jetzt. Aber ich könnte mir das gut, ich könnte mir das sehr gut auf einem Schreibtisch vorstellen, ja, auch von einem Manager, wo dann dieses Sandpendel ist. Ja, jetzt ist es ganz eindeutig eine Wassermelone. Keine Honigmelone, eine Wassermelone? Ja. Okay, jetzt wird aus der Honigmelone, die kriegt noch eine kleine Zitrone dazu. Also. Mit einer Muschel in der Mitte. Schön, zack, was ihr alles seht. Seien Sie gespannt, was Sie alles entdecken. Hier gerade, aber es ist mit Sicherheit entschleunigend. Mhm. Und das finde ich in diesem Zeitpunkt wirklich, wo wir wirklich viel unter Stress sind und viele Hektik haben, gar nicht verkehrt. Die Bestellnummer ist die P8179 und natürlich die 569. Für nur 15 Euro jetzt direkt bestellen. Vielleicht auch gleich zweimal oder dreimal zugreifen, um es auch noch zu verschenken. Das ist wirklich richtig toll. Ich finde allein auch schon dieser Holzständer wirklich wunderschön und dann einfach mal so ein bisschen Ruhe bekommen. Ich glaube, das tut uns allen gut. Gerade wenn man immer so einen stressigen Alltag hat und dann lassen Sie der Fantasie freien Lauf, ob Sie eine Wassermelone sehen oder eine Muschel oder was auch immer. Das wird bestimmt auch dann für Gesprächsstoff sorgen. Aber wir sind fast am Ende, aber ein Produkt haben wir noch für Sie und das zeigen wir Ihnen jetzt. Es schlägt das letzte Mal 50. Was wir Ihnen jetzt zeigen möchten, ist vielleicht genau das Richtige für die Herrschaften, die vielleicht nicht unbedingt für jedes schiefliegende Härchen oder sowas oder für jedes rausgewachsene Härchen jedes Mal gleich zum Friseur rennen wollen. Ja? So, manchmal gerade wir Männer, wir haben ja mitunter, ich sag mal, die Kurzhaarfrisur, du kennst es auch. Und wenn die Haare dann hier am Ohr vielleicht ein bisschen zu lang gewachsen sind, dann könnte man vielleicht mal einen vernünftigen elektrischen Bartschneider oder Haarschneider gebrauchen, um das ganz einfach mal wieder in Kontur zu bringen. Bartträger werden das mit Sicherheit auch kennen. Ja, die haben auch immer das Problem, dass der Bart natürlich auch wächst. Nur so ein ungepflegtes Sauerkohl im Gesicht zu haben, ist nicht unbedingt so prickelnd, weil ich mir habe sagen lassen in einer repräsentativen Studie, dass ein 3-Tage-Bart für Frauen an einem Mann am attraktivsten erscheint. Ist das so? Ja, also so ein fusseliger Sauerkohl muss nicht sein. Ne? Nee, dann lieber mal zwischendurch stutzen, dafür brauchen Sie einen vernünftigen Haarschneider. Und genau den haben wir jetzt hier. Und wie ich persönlich finde, einen der schönsten, den wir im Programm haben. Schau dir das mal an, das ist ein richtiges Designerstück. Eine Station bekommen Sie natürlich auch von uns dazu. Und unabhängig davon, dass er richtig klasse aussieht, funktioniert er natürlich ganz hervorragend. Und das vor allen Dingen kabellos, weil er hier einen sehr ausdauernden Akku drin hat. Wird hier an der Seite ganz einfach eingeschaltet, hat einen schönen breiten Kopf, um hier auch mal präzise zu trimmen. Ganz egal, ob Bart oder Haupthaar. Und wenn Sie mal möchten, auf 3, 6 oder auf 9 mm Länge können Sie die entsprechenden Aufsätze ganz einfach reinklippen, um da vielleicht auch mal präzise auf eine etwas größere Fläche zu stutzen. Ich persönlich würde vielleicht eher einen 3-Tage-Bart mal auf 3 oder auf 6 mm stutzen. Und je voller er wird, je gepflegter er ist, desto weicher wird er auch. Dann ist er wenigstens wieder kussecht und kratzt nicht so, oder? Mhm. Aber auch ganz einfach mal den Nacken ausrasieren oder vielleicht mal für ein paar Ecken, die vielleicht dann doch ein bisschen rausgewachsen sind, einfach mal zum Nachschneiden perfekt. Mein Friseur benutzt etwas Ähnliches übrigens, nur bei weitem nicht so schick wie dieses fantastische Modell. Hier sehen wir es auch mal mit Station. Die wird natürlich mitgeliefert. Da wird dann auch gleichzeitig der Akku entsprechend geladen. Und ich behaupte mal, das ist mal ein Haartrimmer oder ein Haar- oder Barttrimmer, den man auch ohne weiteres mal im Badezimmer stehen lassen kann. Das ist schon fast wie eine Skulptur, oder? Wie sehen ja, ich glaube, da hat auch die Frau nichts dagegen. Also, wir kennen das. Auch, ja. Frauen sind da ein bisschen empfindlicher als wir Männer. Da muss auch immer alles perfekt aussehen. Und ich glaube, Monika, das könnte ich mir auch bei dir im Bad vorstellen. Ist kein Fremdkörper, oder? Nee, das dürfte stehen bleiben. Der geht's. Aber ne? Sonst andere Plastikbomber weg. Ja. Weg. Aber der sieht gut aus. Der sieht richtig klasse aus. Sehr, sehr schön gemacht in so einem Schwarz-Silber. Das sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Und nochmal hier. Sie haben das gerade gesehen, diese Aufsätze hier, die Längenaufsätze, die übrigens auch beschriftet sind, werden ganz einfach nur draufgesetzt, festgeklipst. Super. Und dann kannst du hier mal präzise zu Werke gehen. Gut, auf fast 40 Minuten soll hält der Akku. Mal? Nein. Ach doch, mach doch mal. Monika, lass dich doch nicht aufhalten. Ich wollte schon immer mal einen Irokesen haben. Nein. So in der Mitte einmal den Schalter ziehen. Einmal weg an der Seite. Ja, nee, sowas machen wir nicht. So. Aber vielleicht brauchen Sie es zu Hause. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für den Bart bzw. Haarschneider. 3 Längen, 3, 6, 9 mm oder natürlich ganz weg. Die Bestellnummer ist die NC 4929 und die 5.
0169. Das war sie schon wieder, unsere heutige 1515 Show mit, wie ich finde, vielen Highlights. Und ich höre gerade, unser Waffeleisen, unser 3-in-1 Waffeleisen ist schon fast ausverkauft. Da müssen Sie bitte schnell sein. Also ran ans Telefon, holen Sie sich Ihr Schnäppchen und dann viel Spaß damit.